Radio Supersaxo. Gspunus über das, dies und jenes. Lose gut zu. Radio Supersaxo. News, Lustiges, Walliser Wein und Spezialitäten. Und was sonst noch so läuft, wie hier und da, jetzt und loset. Willkommen zurück bei Radio Supersaxo und ich hoffe, ihr habt alle eine gute Woche gehabt. Heute ist das Thema von der Geschichte. Hat es nicht geschifft? Ja, doch, fast geschifft hat es diese Woche. Nein, das Thema von der Geschichte, also vom Radio, vom Blog und whatever, ist der Alpenkatapult. Später mehr zu dem Wort Katapult. Wieso ist das Thema für die Radiosendung? Aber bevor wir wirklich loslegen, wollen wir nicht zuerst ein gutes Stück Musik hören oder zu den Musiktipps der Woche gelangen. Heute bin ich zum Fliegen zu schwer, also gehe ich immer weiter und komme nicht näher. Das ein Liedtext von der Band Bukhara. Das Lied heisst Stein. Und ja, hast du nicht auch schon das Gefühl gehabt, dass du gerade heute zum Fliegen viel zu schwer bist? Und ich stelle mich gerade so vor auf dem Boden, gut, mit dem Arm im Gips und sonst der verschiedenen Bubus. Aber das muss irgendwie ja nicht wehtun. Nein, jetzt auf dem Boden liegen, versuchen abzufliegen. Und nein, irgendwie sehe ich das nicht so positiv, obwohl ich ja doch ein sehr positiver Mensch bin und der Abflug irgendwie verblassen. Ja, als ich das letzte Mal so im Spital zur Kontrolle war, bin ich so ganz schüchtern auf die Waage gestanden. Und als ich dann die Kilos abgelesen habe, habe ich gedacht, ja, Gottverdammt, nochmal stehen da zwei drauf. Nein, ich hätte fast ein Herzinfarkt bekommen. Und ja, es wäre noch krass gewesen, wenn ich eigentlich wegen dem Ohr ins Spital wäre gegangen und wegen dem Herzinfarkt hätte ich so bleiben. Aber Gott sei Dank habe ich das doch gut überwunden. Aber wie gesagt, jetzt so diese Woche haben wir Delion Lieder geschickt von ihrer CD, aktuell CD La Degustation. Und passend später zur Genussempfehlung Fieber durch mit Heida. Heida, der geht in Beida. Der Heida, 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 der geht in Beida. Der Heida, 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 der geht in Beida. Der Heida, 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 der geht in Beida. Der Heida, dem Perl hat's geträumt. Er müsse geh auf Rom, dass er der Papst im Dom nur die Seite kennen retten, sich nicht in fremden Betten und flätig Glatz berieren und Seelen selber verlieren. Amen. Zum Teddyl hat's geträumt. Er müsse geh auf Rom, dass er der Papst im Dom nur die Seite kennen retten, die Glatz berieren und die Seele selber verlieren. Amen. Drei Teufeltinnen spielen den Schein im Garten. Der Teddyl hat immer länger können warten. Er fragt sie, wie schnell das sie sind. Wie ein Kanonenschuss und schneller als der Wind. Das dritte sagt schneller als es Freude kann deichen. Dann weiss er, wie verspreche ich meine Seele, ich tue nicht leigo. Vor dem ersten Sonnenschein müssen wir aber zurück in Sitte sein. Amen. Ich bin Hennesellend, nicht als Schiedsrichter an Walter. Der Teddyl ist ich aber mit seinem Bügel gehalten. Und heimlich hat er mit dem abgemacht, dass er wachet die ganze Nacht.
Joder von barem Dank. Eine Kirchenglocke geschickt. Amen. Sonderglocke ist der Teufel schon. Am Morgen zwei Uhr wird er etwas kommen. Der Bischofsgügel hat das Paar sofort vernommen. Ja, Kreier hat er wie verreckt. Und der wieder schwarze Gügel geweckt. Der hat meinen Siegentag und hat mit Kreier, was er mag. Der Teufel von Bar und Zorum, dass er die Wett hat verloren. Er auf ein Vieto und Abo und kaufert die Glocke in den Boden. Der Terrell rief Donna Donna Lied, da so Wunder die Glocke gegen sie bleibt. Der Teufel hat Angst ergriffen und hat sich in den Helm abverschliffen. Seit er reicht, sind er wie noch im Kirchenturm und schützt der Heira vor jedem Sturm. Seit er reicht, sind er wie noch im Kirchenturm und schützt der Heira vor jedem Sturm. Seit er reicht, sind er wie noch im Kirchenturm und schützt der Heira vor jedem Sturm. Seit er reicht, sind er wie noch im Kirchenturm und schützt der Heira vor jedem Sturm. Und ich bin Heira, Heira, der geht in Beira. Der geht in Beira, der Heira, 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 der geht in Beira, der Heira, 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 der geht in Beira, der Heira, und der Öl hat's geträumt. Nach diesem wunderbaren Lied von der Elion Heida, der geht in Beida, geht's zum Kopfkino Teil 1. Und wir haben letzte Woche ja schon so Versprecher, Verleser und so diskutiert. Und die Woche hat Apo, der Louis, den ersten Platz gewonnen. Er hat dem Hedli gemeint, hast du die Cocktail-Lenses schon drin oder hast du die nicht mehr? Anstatt Contact Lenses. Und mit dir habe ich wieder unheimlich Lust auf die Zukunft. Und haben mir den Gedanken gemacht, was würde passieren, nicht passieren, was würde passieren, wenn ein Single eine Einzelfirma gründet, also mit sich selbst. Ja, und wie sieht seine Firma wie Nacht aus? Ist auch ein bisschen traurig, nicht? Dann würde ich an seiner Stelle vielleicht der Mitarbeiter, kann er ja keine einladen, wenn er keine hat, in seiner Einzelfirma und ja Single ist. Gut, er könnte die Familie einladen, aber ob die das interessiert, bin ich jetzt nicht sicher. Und ja, dann könnte er ja seine Kunden nehmen. Und wenn der Kunde hat, dann die Kunden einladen. So als Idee, nicht? So Firma wie Weihnachten mit. Ich würde es noch viel schön finden an gewisse Firmen, also Swisscom zum Beispiel, Sandy Ohr. Mich würde ich einladen als guter Kunde. Ja, das würde ich noch spannend finden. Und euch bei Ehemann günstig abzugeben, da geht es weiter. Da ist diese Woche nicht zwar viel passiert, der ein oder andere Satz für Zinserat, wie zum Beispiel, manchmal braucht er verstärkte Anleitungen, wie er den Alltag meistern kann. Und das war schon unser Kopfkino Teil 1 und passend dazu natürlich jetzt gerade zu liegen. Wir kennen es schon von der letzten Ausgabe, der Kopfhörer. Der Kopfhörer gesucht. Ja, wie verrückt. Und nach langer Zeit gemerkt, er ist schon vom Grind. Herr Jemini, oh, wo ist der Schnee? Ayabalabadabadubadi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 d
unserer Küche und unserem Keller. Präsentiert von Graf Fembeck, Graf La Chapelle, Cornichef and Friends, Lustigs, unserem Wallis, wie schon ein Güte und Sante miteinander. Ja, und schon geht's weiter. Jetzt zu unserer Genussempfehlung von der Woche mit dem Titel «The White Dish in the Black Room». Präsentiert von «The Snow Room». Gab La Chapelle die Woche am Drücken mit dem Wein passend zum Titel «Cuvée Blanche». Santé. Ein Assemblage zwischen Haida und Johannisberg, passend dazu natürlich auch die Lieder Hito von der Elian. Der Cuvée Blanche, ein super fruchtiger, süffiger, lustiger wie Unlimited Taste Sensation und ein bisschen Sex Uncorked. Uncorked, hätte ich wollen sagen. Das wirf ich nochmal an. Unlimited Taste Sensation und Sex Uncorked. Und habt ihr gewusst, dass einer der Penis in Form von einem Korkenzieher hat? Was? Das habe ich schon erzählt. Sorry, tut mir leid. Oh ja, heute bin ich schon White Dish, haben wir ein bisschen Zutaten von äusserorts. Wir lieben ja alle Kokosnuss. Und ja, zur Kokosnuss und zum Alpenkatapult, da kommen wir dann später noch. Und ich habe jetzt gerade Lust auf ein Bounty oder ein Raffaello oder die ganzen Sachen, die einfach hier betreffend Klima, regionaler Küche, Saisonalität und so verboten sind. Lust auf Jakobsmuschel am Jakobsweg. Und die Jakobsmuschel panieren wir mit Kokosnussraspel. Dazu gibt es einheimische Blumenkohl à la Mama Rosa und ein paar frittierte Schneeflocken. Und triffst du den Jakob auf seinem Weg, dann läufst du sicher nie verkehrt. Oder wir könnten jetzt ein bisschen regionaler ein halbes Voressen machen, mit einem Herdäpfelstock, mit Blumenkohl, Sellerie und Weissrübe. Ja, so ein Blanc-Gateau, das sind einfach gewisse Zutaten, wo du in die Kühner bereits verkommst und daheim kochst du es auch nicht mehr. Sind das Gerichte, wo irgendwie am Aussterben bedroht sind? Oh, wer kennt das noch zum Beispiel? Der Cocktail de Coeur de Palmier. Ja, aber wie gesagt, der Cocktail de Coeur du Palmier. Palmherzen-Cocktail. Das hat bei uns früher im Hotel also immer als Vorspeis gegeben für die Gruppe. Und weil wir ja der White Dish in the Black Room machen, machen wir eine weisse Cocktailsauce anstatt pink. Ja, eigentlich relativ einfach. Der Ketchup erwäglich, der hast du es schon. Erinnerungen, aber wie gesagt, Gericht, wenn jetzt die wirklich aussterben und so ein Palmherzen-Cocktail, ist ja nicht immer negativ. Und wie gesagt, der Wein, der Cuvée Blanche von der Cave La Chapelle, es ist ein bisschen wie, wenn du mal den ersten Schluck hast, brauchst du ein zweites, ein drittes, da willst du einfach nicht aufhören. Und ja, ein sehr verführerischer Wein. Sante miteinander. Und dann gehen wir doch gleich zum Lied. Das ist das zweite Lied vom Tag von Elian zum Johannes. Ich erkläre, du siegst im Wallis im Moment für ein paar Tage. Oder bist schon weg? Über Zufall bin ich egal, hier hatte ich dich, melde mich. Sonst gesehen wir mich nie. Ich weiss, du denkst, was will der dir jetzt nach so langer Zeit? Das gibt's ja nicht. Es tut mir leid. Ich has verseit, verrückt wie schnell ein Jahr vergeht. Ich komme bei dir vorbei und frage mich, was ist jetzt schon wieder?
Nach diesem wunderschönen Lied von der Elion, der Johannisberg, wo man sich nach langer Zeit wieder trifft oder kehrt und macht und tut, geben wir zum Kopfkino zwei Details und zur Titelgeschichte zum Katapult. Es hat ihn gerade so richtig nach vor unserem Starthäuschen uns herkatapultiert. Und irgendwie hat das der Didier Blaschi ist ein Skimoderator auf DRS SRF 1 am Reno so Motto katapultiert. Ich bringe mich hin, dort wird er euch nicht so raus wie euch schon. Aber wie gesagt, katapultiert unserem Starthäuschen raus. Und wird er, den wir schon lange nicht mehr gehört haben. Eben, ich habe es schon länger nicht mehr gehört und mir gefällt das Wort unheimlich gut. Ja, so ungenutzte Wirter. Hat so mich beim Unfall also die Treppenämbri katapultiert? Könnte man schon fast sagen. Und dann frage ich mich, ob es echt früher in diesen Alpenschlachten euch so Katapult eingesetzt haben. Ja, so uns einheimischer Lärchenholz. Und als Munition haben sie ein paar Härpfel genommen. Oder so ein richtiger Kufer. Ja, so ein richtiger Kufer. Kufer ist ein cooles Walliser Wort, finde ich schon. Und nachher hat es in diesem Wort Katapult ja eine unheimliche Energie. Ja, für das das Katapult losgeht, ja, man muss Materialien haben. Es braucht eine Spannung. Nachher braucht es Munition. Ja, man könnte auch so Kokosnuss einsetzen. Ja, so wieder zum Thema The White Dish Served in the Black Room. Eine Kokosnuss?
Und ja, aber wie gesagt, wir brauchen Munition. Die Munition, die fliegt. Die Spannung vom Katapult, es braucht ein Ziel. Man sollte ja den Gegner so irgendwie auf den Grind treffen. Oder man könnte so ein Alpenkatapult, ja, ich katapultiere die mit meinem Alpenkatapult von einer Alpa zur nächsten. Ja, erinnere dich eben noch an die Schnupfmaschine, die es früher im Going gegeben hat. Das war ja auch nichts anderes als ein Katapult, nicht? Und dann hast du einfach die Schnupfmaschine auf die Ladung drauf getan und dann zack, rief, und dann hat er das quasi so richtig ins Hirn gespickt. Oh, ja, ein Schnupftabak, Schnupfmaschine. Und ich glaube, jetzt ist eure Zeit für ein feines Aperonit. Ja, so ein Tannenspitzsirup, ein bisschen Absinthe und ein Schluckchen vom Walliser Wermut, vom Sio. Ja, dann noch ein bisschen Sprudelwasser drin, Gletscherwasser, temperiert zum Beispiel mit Kohlensäure. Und schon haben wir ein wunderbares Apéro. Und ich frage mich jetzt gerade, wie entstehen eigentlich Wirter? Ja, wie kommen auf die Idee, irgendwie Wirter, man kommuniziert so miteinander, es gibt Sätze, einer versteht es, der andere weniger, der andere interpretiert es wieder siebenfach anders. Und aber Wirter, wie entstehen die? Letzte Woche habe ich zum Beispiel ein Wort kreiert, gibt es vielleicht euch schon. Das haben total die Römer früher vielleicht euch schon gebracht. Ich gesetzt, der Fandango. Und wir haben letzte Woche diskutiert über das Wort gemein. Die gemeinen Gemeinschaften. Aber jetzt einmal wirklich das Katapult. Wie wird das? Es wird zusammengestellt, Kata und Pult. Ja, folgt da irgendwas wie nach dem Katanuspult. Also haben Sie früher ein Pult drauf getan anstatt eine Kokosnuss? Ich komme nicht ganz draus. Und dann gibt es Namen, also Bands. Das findest du unheimlich viel also auf Spotify und so. Da gibt es recht viel unter dem Begriff Katapult. Von Heavy Metal, Rockig bis zu, ja, kann man noch sagen, Jugoslawisch. Allerhand habe ich da gefunden zum Thema Katapult. Also nur schon musikalisch. Das geht dann von Techno bis zur Christina Stürmer. Da findest du quasi alles. Und ja, jetzt aber zu dem Katapult. Wenn wir jetzt die Kokosnüsse würde einsetzen als Munition. Ich meine, im Tessin hat es ja Palme, aber irgendwas wie kein Kokosnuss. Weil da hätten wir regionale Munition. Und gibt es bei den Palmen, ähnlich wie bei den Schneeflocken, auch so ja, männliche und weibliche Palmen? Ja, ich freue mich auf euer Feedback. Und ja, sollten wir wieder. Nicht jeder Fritz heisst Fischers Fritz. Und nicht jeder Dunsche und Garo. Nicht jeder Fiddler passt in den Sportsitz. Aber ich hätte dich so karo. So, und jetzt kommen wir schon zu einem Gastbeitrag hier bei Radio Super Saxo und die Woche von keinem geringerem als vom Schauspieler und meinem besten Freund Dom Gabriel Zurbriggen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Zuhören. Die WM in Katar ist vorbei, will ich trotzdem nochmal zurückkatapultieren nach Katar vom dadaistischen Gedicht von Hugo Ball, aufgeführt zuerst mal im Cabaret Voltaire in Zürich 1916 und lande im Wüstenstreifen von Katar. Karawane.
Jolifanto bambla o falibambla. Crossica fahabla horem, egiga goramen. Igo bloi currussula huiu, holla ca hollala. An logo bung, blago bung, blago bung. Posso fattaca, Champa vula vu solobo. Hei tata gorem, esige zumbada. Vulubu subudu, uluv subudu, tumba baumf. Cusa gauma, baumf. Drei, 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 ja, drei, 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 weiße, 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 weiße Schneemänner. Im Sonnenbrand, Viertlerblut am Quand und ohne Quand am Strand. Ja, Viertlerblut am Strand und ohne Sonnenbrand, wegen Sonnenfaktor 330. Sind Ski mit Jumbo nach Hawaii. Und Sonnencreme und Schneewittchen und noch viel anderes im Gepäck. Sitz und Ski später, Viertlerblut am Strand, an Band, ja, ohne Sonnenbrand und ohne Gewand und ja, mit dem Schneewittchen im Gepäck. Einer sagt nix, einer kehrt nix, einer sieht nix und einer sagt nix. Drei weiße Schneemänner. Viertlerblut am Strand, ja, und ohne Gewand und Schutzfaktor 333. Ja, mit dem Jumbo nach Hawaii, Los. Wir sind zurück. Kopfkino Teil 2. Und nach dem Genial-Lied, irgendwie passt ja die drei weiße Schneemänner an der Beach mit Kokosnuss und Katapult. Was so katapultiert wurde von Zürich Flughafen nach Hawaii. Ja, wir sind gestanden geblieben, aber wie gesagt, mit der Kokosnuss, mit den Palmen, beim Katapult, Klimaregionalität. Und da habe ich dort letzte Woche auch noch, also die letzte Woche, die Woche, die nächste Woche, anyway, habe ich gefunden, einen Podcast, der heisst «Im Namen der Hose». Das ultimative Sexquiz mit Katapult. Aber da habe ich dann nachher herausgefunden, da geht es weniger Katapult und Katapult. Das Magazin heisst Katapult. Wäre vielleicht noch interessant zu lesen. Und da bin ich jetzt nicht ganz draus gekommen, was ich erzählen wollte. Aber nein, das müsst ihr aber hören. Lola, der Podcast natürlich euch sehr spannend. Sehr Geschichte, etwas, aber wie gesagt, wenn ihr mal ein bisschen Lust habt auf etwas Erotisches. Und ja, weil ja gerade wieder Weihnachten ist, das letzte Mal ein wunderbarer Bericht im Blick, habe ich per Zufall gesehen, meine Freundin Beat Antamatten hat schon einen wunderbaren Bericht gemacht über das Lied, das sie gemacht haben von WAM. Wie heisst er jetzt wieder, der Sänger? Der George, genau, der George Michael. Und das ist doch jedes Jahr wieder das Lied, das im Radio am Prüfenden Blick gespielt wird. Und Weihnachten haben schon dieses Jahr nicht verschoben. Aber irgendwann wird das sicher einmal uns voll. Und ich bin ja schon so ein bisschen Weihnachtsgramp. Und ja, vielleicht bin ich einfach nur so ein bisschen eifersüchtig auf George, dass er einen Hit hat gemacht und ich nicht. Ja, zurück zum Bericht. Ich finde das super, dass hier im Dorf nicht allzu viel ausgeschlachtet wird. Dass man die Dinge ein bisschen mysteriös bleiben. Aber es ist schon verrückt, das ist jetzt 40 Jahre her und ja, was ist in diesen 40 Jahren danach passiert? Ja, was werden wir hier in diesem Dorf für eine Rolle spielen? Wie gesagt, werden wir die Statisten sein? Wie sieht es denn, wie es kommt? Und
Ja, jetzt einmal wieder so einen Übergang, wie man den kennt von mir, frage ich mich im Moment, wird es mit Schwindler schneller schwindlig? Oder ist mir noch etwas passiert? Jesus Gott, und geflücht. Jetzt habe ich mich aber gerade verliebt. Mensch, jetzt hat es mich aber verwitscht. Und das dann noch gerade so vor Weihnachten. Und nein, es muss jetzt hier niemand eifersüchtig tun. Und ja, ich habe mich so verliebt in ein Lied. Ja, und auch in die Sängerin. Und in ihr Klavierspiel. Und in ihre Stimme. Und der Text. Und ja, da könnt ihr jetzt noch sehr viel darüber berichten. Aber da sicher dann bald einmal mehr News im Radio oder der im Podcast eingehängert. Und habe ihnen schon gesagt, erzählt. Ich selber verliebe mich noch so gerne. Und der ja auch noch so schnell und mega spontan. Und der du? Hast du gewusst, dass wenn man einander nichts schenkt, euch nichts entsorgen müssen? Hat um Scheich, das Gescheich, das Spat, gescheicht. Jetzt sag das einmal 10 Mal, aber ein bisschen schneller wie ich. Hat um Scheich, das Gescheich, das Spat, gescheicht. Hat um Scheich, das Gescheich, das Spat, gescheicht. Ja, und irgendwas wie bin ich die Woche euch ein bisschen traurig, ja, weil wir haben nicht eine einzige Beerdigung. Ja, ich würde schon noch gerne singen. Aber immerhin klappt das pünktlich mit den Weihnachten. Und wir erinnern uns sehr besinnlich an die Geburt Jesus. Jesus Maria. Ja, und dann habe ich noch geträumt, dass meine Versionen so vom Radio und vom Fernsehen, weißt, so Podcast, Radio etc., die Late-Night-Sendung von Deville wird ablesen. Ja, ich übernehme quasi von Deville die Nachfolge. Ja, es wäre vielleicht auch noch cool mit meinem besten Freund, mit Gabriel zusammen. Da könnten wir zusammen so super Sachsen zur Brücke Late Night, weißt du, so wie man kennt von Jacob Müller. Ich übernehme dort die Rolle von Mike, gell? Ja, figurtechnisch passt das tiptop. Und Espresso holen, ja, das haben schon, der Espresso hole ich das Glas Wein. Und ja, das GBM spielt der Victor. Ich finde, das wäre eine coole Sache. Wenn ihr im Fall jemanden kennt, da bei Radio DRS, SRF, könnt ihr ja dann einmal den Vorschlag machen. Also wir hängen, glaube ich, schon Zeit. Komm, wir machen noch ganz schnell ein Sprichwort, ein japanisches. Gefällt mir ganz gut. Vergebung ändert nichts an deiner Vergangenheit, aber es bereichert deine Zukunft. Und zurück zum Inserat, Ehemann günstig abzugeben. Könnte man ja irgendwas wie schreiben, Second Hand aus vierter Hand. Und dann kommen wir schon fast zum Abschluss von der Sendung, wie immer, mit einem kleinen Gedicht. Lass mich in dein Bett katapultieren. Also wir finden nochmal an. Lass mich in dein Bett katapultieren. Noch ein bisschen mit dir karisieren. Und ein Jahr lang ungestört mit dir schmüsen. Schöne Lieder hören und der Fiddlerblut 2 Jahre nebst dir da so. Und dann ganz gerne dir zu hören. Ja, und ja, freue dich, nächste Woche geht es weiter. Ich habe sehr viel super Feedback bekommen zum Radio. Also, es geht da weiter, bevor wir dann im Podcast Staffel 2 machen, bekommen wir zuerst noch ein bisschen Radio. Und die Frage ist, was hättet ihr nächste Woche lieber für ein Thema? Ihr könnt uns wählen zwischen Alpenalkohol oder lieber Alpenerotik. Und vielleicht habe ich dann
Ja, wenn mich nicht die Angst vor dem eigenen Courage verlässt, erzähle ich etwas über die Pianistin, das Versteckis in der IKEA oder die Chirurgin, die ein Jahrgänger ist von mir. Merci für eure Aufmerksamkeit und ja, teile das Radio, dass es viel hören können. Und schon bald einmal sind wir euch zurück mit Ischehänger Staffel Nummer 2 mit ganz tollen Gästen. Ciao zusammen.